Nach vielen verregneten und kalten Wochenenden gibt es diesen Samstag und Sonntag nichts zu bemängeln. Note 6 für den Petrus und das Wetter, das er parat hat. Die Temperaturen steigen bis auf 27 Grad und das bei Sonnenschein, ab und zu ein paar Quellwolken. Das ist die News Show hier bei VB Online. Sie erfahren alles, was diese Woche in Liechtenstein und der Region für Gesprächsstoff gesorgt hat. Unsere Schlagzeilen. Erzbischof sorgt auch in tief religiösen Kreisen für Kopfschütteln. Nächsten Winter startet für den LSV kein Langlaufteam und das grösste Gitarrenfest von Liechtenstein in den Startlöchern. Das versteht kein Mensch. Da wartet bald eine Bevölkerung 5 Jahre, bis ihre Burg frisch renoviert wieder eröffnet wird. Und genauso schlecht wie das Wetter ist dann die Nachricht, die alle erfahren. In der Burgkapelle kann man sich nicht katholisch trauen lassen. Es wäre eine große pastorale Chance für das Erzbistum gewesen, die Kapelle am Tag der offenen Tür einzuweihen. Stattdessen machten viele ihrem Ärger darüber Luft, dass heilige Messen und auch katholische Trauungen in der Kapelle bisher noch fraglich sind. Irritierend ist besonders, dass Generalvikar Markus Walser für das Erreichen der Burg Wanderschuhe für nötig hält und sich anscheinend mehr Gedanken darüber macht, ob diese einer Braut gut stehen, als darüber, dass diese besondere Kapelle gerade für junge Menschen eine pastorale Chance darstellen könnte. Immerhin, dass katholische Trauungen auf der Burg stattfinden dürfen, hat das Erzbistum nie direkt ausgeschlossen. Einiges deutet darauf hin, dass es die nötige Sondergenehmigung dafür erteilen wird, wenn sich Paare dort das Jahr fürs Leben geben wollen. Der Streit zwischen dem Liechtensteiner Skiverband und dem Nordic Team sei auf gutem Weg, so hat es am Donnerstagabend bei der Delegiertenversammlung vom LSV geheissen. Vor ein paar Wochen ist das gesamte Langlaufteam aus dem Liechtensteiner Skiverband ausgetreten. Allerdings wollen die Leute, die ausgetreten sind, und ihre Vertreter mit den Medien immer noch nicht reden. Eins ist auf jeden Fall klar, im nächsten Winter startet kein Langläufer im LSV-Dress. Wir haben Gespräche wieder aufgenommen. Wir versuchen, Lösungen zu diskutieren, wie es weitergehen kann. Fakt ist, dass für uns die Rücktritte von den Eltern und den Unterschriebenen an uns gesandt worden sind. Nachher halt haben wir in der Gruppe nochmal gefragt, ob das verbindlich ist. Aufgrund dessen haben wir dann praktisch das Budget reduziert. Wir haben einen Betrag müssen aufgrund der Finanzvorgaben rausnehmen. Und das heisst, dass wir praktisch nächstes Jahr im Langlaufbereich eine Läuferin haben, ist Chiara Hasler als Biathletin, wo mit LSV-Bekleidung und Start gehen wird. Das sind die wichtigsten Meldungen von dieser Woche. Nominationen in Schaan und Camprin. Für die Vaterländische Union steigt Daniel Hilti ins Rennen um den Vorsteherposten in Schaan. Er ist bereits seit 7 Jahren oberster Schaaner. Sein Herausforderer von der FPP ist Willi Frommelt. In Camprin-Bänden hat die FPP Hubert Müssner nominiert. Er tritt wohl gegen den noch nicht nominierten, aber amtierenden Vorsteher der VU, Donat Öri, an. Gemeinden im Plus. Die Jahresrechnungen 2009 zeigten bisher bei allen Gemeinden schwarze Zahlen. Diese Woche haben Vaduz und Triesen ihre Bilanzen präsentiert. Vaduz mit einem Plus von 20,8 und Triesen mit einem Plus von 3,7 Millionen Franken. Umweltminister in Vaduz. Berufskollegen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich in Vaduz mit der Liechtensteiner Umweltministerin Renate Müssner getroffen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, dass bei der nächsten UNO-Klimakonferenz in Cancun Resultate bezüglich einer weltweiten Klimapolitik erzielt werden können. Weniger Einbürgerungen. 103 in Liechtenstein lebende Ausländer wurden 2009 zu Liechtensteinern. Das sind knapp 60% weniger als noch vor einem Jahr. Dieser Rückgang ist auf eine Verschärfung der Einbürgerungsvoraussetzungen zurückzuführen. Erik Ory mit Los zufrieden. In der Europa League Qualifikationsrunde trifft der FCV am 15. Juli auf Brøndby. Brøndby war 10-mal dänischer Meister, zuletzt 2005. Der neue Captain beim FCV heisst Pascal Cerone. Die Abkürzung LIGITA steht für Liechtensteiner Gitarrentage. Seit 18 Jahren trifft sich Crème de la Crème von der Seite Virtuosen im Liechtensteiner Unterland. Das Jahr vom 3. bis zum 10. Juli. Der Organisator Elmar Gangel. Einmal mehr Weltklasse in Liechtenstein. Es fängt gleich schon wieder Eröffnung an, wo der Grammy-Gewinner David Russell am Samstag
3. Juli im Gemeindesaal Zesche spielen wird. Und im Prinzip ist es ein Höhepunkt nach dem anderen. Wenn ich nur schon die Meisterkonzerte hernehme, am Sonntag kommt eine Gitarre-Gala-Night, wo wir solistisch im Duo und im Quartett Gitarren erleben dürfen. Am Montag der Kubaner Jorge Luis Zamora. Er ist bei uns im Land keine unbekannte Größe, international sehr erfolgreich. Er teilt den Abend mit dem Andres Miolin. Flamenco fällt nicht, wie jedes Jahr. Speziell sind die noch das Lauterkonzert von Hopkins und Smith. Das ist der unumstrittene Lautenmeister in der heutigen Zeit. Und was auch für uns vom Vorstand, vom Verein sehr spannend ist, der Michael Buchreiner hat eine Komposition geschrieben, am Alvaro Pieri gewidmet. Und der Alvaro Pieri wird die Komposition Welturaufführen am Freitag, 9. Juli, auch wieder Zesche im Gemeinsam. Vom 3. bis am 10. Juli, also die Ligita im Liechtensteiner Unterland. Die Fußball-WM dauert noch bis am 10. Juli. Für viele stellt sich also die Frage, Vuvuzela oder Gitarrenklang. Diese Frage müssen Sie alle selber beantworten. Dabei wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und die gesamte Berichterstattung über die Fußball-WM, die finden Sie bei uns im Video-News-Archiv. Viel Spass, schönes Wochenende, bis bald.